Hallo, hey liebe Leute, Kasui88 hier und herzlich willkommen nach langer Zeit mal wieder zu einem neuen Video aus meiner Heimkinoabteilung. Und ich denke, diese Veröffentlichung hier hat ein Video auf jeden Fall verdient. Vielleicht habt ihr es ja mitbekommen. Der Horrorfilmklassiker Tanz der Teufel wurde nach langen Jahren endlich vom Index gestrichen und auch der Beschlagnahmebeschluss wurde aufgehoben. Jetzt erscheint der Film demnächst endlich offiziell in Deutschland, erhältlich in den Kaufhäusern mit einer Freigabe ab 16 Jahren. Passend dazu wurde auch eine neue Limited Edition rausgebracht, die Limited Vintage Edition. Die müsste jetzt, glaube ich, in den nächsten Tagen bei uns in Deutschland auf den Markt kommen. Das hier ist die Version aus Österreich, die genauso ist wie die deutsche Version, aber halt ohne FSK-Logo. Und die dachte ich mir, packe ich mal aus, weil die hat 50 Euro gekostet. Ist recht viel, aber ich glaube, sie ist es absolut wert. Sie sieht ja schon mal recht hochwertig aus. Ich packe sie mal aus. Wir haben hier erstmal diesen schönen altmodischen Pappschuber mit ein paar Bildern hier. Und hier das Beste, das was ich ja bei Blu-rays und DVDs immer unglaublich liebe. Ein Digipack, aber zunächst mal das hier. Hier liegt ein kleines Büchlein bei, das ist die Rechtsgeschichte und wer sich ein bisschen damit befasst hat, da gibt es einiges zu erzählen zu Tanz der Teufel. Ne? Der Film war wie gesagt beschlagnahmt und dementsprechend kann man da einiges nachlesen. Es war ein langer, schwerer Weg, um den Film wieder in den freien Handel zu bringen in Deutschland, aber ich denke, der Weg hat sich gelohnt. Jetzt kommen wir aber zur Verpackung. Hier, das ist so ein richtig schönes Design hier, wie eine Videokassette, eine VHS-Kassette, falls jemand noch weiß, was das ist. Und das Ganze ist ein Digipack, was ich richtig liebe. Tanz der Teufel. So, das ist die erste Seite. Und das ist die zweite Seite und hier die dritte. Das hier ist die Originalversion. Also, die entspricht, glaube ich, der ursprünglichen Blu-ray, die bereits im Ausland erhältlich war. Ich kann mich auch irren. Und hier haben wir eine neue Remastered Edition. Die es auch separat als normale Emery-Hülle zu kaufen gibt. Und auch noch eine weitere Bonus-Disc. Und die müsste auch der Standardversion beiliegen. Ja, das sieht richtig super aus. Ich habe da auch schon reingeguckt. Also das Bild ist ganz gut. Und es ist halt auch schön, dass man wahlweise die Original-Blu-rays und DVDs hat. Man kann auch bei allen Versionen zwischen dem 4 zu 3 und 16 zu 9 Bildformat wechseln. Also das lässt eigentlich nahezu keine Wünsche offen. Sieht richtig toll aus. Und ich bin einfach nur froh, dieses Schmuckstück zu besitzen. Und ich dachte mir, wenn ich schon mal das hier zeige, kann ich auch mal kurz meine Tanz der Teufel-Sammlung zeigen. Denn es fing alles vor etlichen Jahren an, da als ich, wie alt war ich da? 20 Jahre, jetzt bin ich 29 Jahre. Da war Tanz der Teufel noch beschlagnahmt und es gab auf Deutsch lediglich diese Astro-DVD. Die war zwar ungeschnitten, aber hatte jetzt nicht gerade die beste Qualität. Wie dem auch sei, man hatte den Film uncut und es war ein großer Spaß, einfach ihn zu haben. Teil 2 gab es dann auch als einfache Emery-Veröffentlichung auf DVD. Glücklicherweise wurde im Laufe der Jahre alles besser. Zum einen kam im April 2013 dieses Schmuckstück hier raus, Armee der Finsternis, die Ultimate Edition. Die packe ich auch nochmal ganz kurz aus. Ist ein Digipack, die alle Versionen erhält, die Euro-Fassung, die US-Fassung und den Director's Cut. Und jede Menge Bonusmaterial. Ist eine sehr schöne Edition, die hat mir gut gefallen. Dann, ein paar Monate später, noch im selben Jahr, erschien dann zum 25-jährigen Jubiläum von Tanz der Teufel 2 dieses Schmuckstück hier, das habe ich mir auch gesichert. Zu der Zeit war Tanz der Teufel 2 auch noch indiziert und ich glaube auch beschlagnahmt. Dieser Film ist ja mittlerweile auch in Deutschland rehabilitiert und ungeschnitten ab 16 Jahren erhältlich. Und er ist auch sehr schön gemacht. Und hier, das hatte ich glaube ich auch schon mal, ja, das hatte ich schon mal in meinem Mediabook-Special gezeigt. Hier mit schön die ganzen Zeichnungen aus dem Buch der Toten. Oder Buch des Todes, ich weiß es immer noch nicht so genau, es ist peinlich. Nein, aber es ist eine schöne Edition. Und dann ist es halt schön, dass es jetzt auch von Tanz der Teufel diese ungeschnittene, frei in Deutschland erhältliche Version gibt, die einfach so unglaublich hochwertig aussieht. Also es ist ein absolutes Schmuckstück. Und wer auch nur halbwegs ein Fan dieses Films ist, sollte unbedingt zuschlagen und sich diese Limited Vintage Edition unbedingt sichern. Das war es soweit von mir. Ihr könnt mir ja schreiben, ob ihr den Film kennt. Was für ein Witz. Naja, ob ihr den Film schon habt oder ob ihr euch vorhabt, diese Edition vielleicht zu kaufen. Likes, Kommentare und Abos zu diesen Videos wären gern gesehen, wenn ihr was zu sagen habt oder wenn euch das Video gefällt. Und wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin. Fröhliches Tanzen.